This is how we do it. So lautet das Motto von Patricks letztem Workshop und so lautet auch das Motto von unserem Video. Denn wir zwei haben uns überlegt, wir könnten eigentlich kaum unterschiedlicher sein, was das Fotografieren angeht. Und deswegen machen wir ein Video, wo wir uns ein Model bestellen, das jeder auf seine Art fotografiert. Aber eben das gleiche Model, an den gleichen Sets, nur Patrick Available Light 35 mm und ich eher 50-85 mit zusätzlichen Lichtquellen. Und das möchten wir euch zeigen. Schaut uns einfach zu. Die wichtigsten Facts, wie die Bilder entstanden sind, findet ihr im Video. Und ihr solltet diesmal bis zum Ende schauen. Da haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. An dem gleichen Spot unterschiedliche Aufnahmen zu machen. Patrick hat hier sehr schöne Lichtverhältnisse gehabt. Er hat geschlossene Wolkendecke, ein perfektes Porträtlicht. Er arbeitet ausschließlich mit seinem 35 mm Objektiv und dem vorhandenen Licht. Ich habe einen Blitz eingesetzt und ich musste mir überlegen, wie stelle ich den auf? Und bei so einem Wetter macht ein Blitzen von vorne gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, bei den meisten Sets, die wir Outdoor fotografiert haben, meinen Blitz als Gegenlicht einzusetzen. Und die Ergebnisse seht ihr dann gleich mal anschließend. Zweiten Set haben wir uns dann mein Sofa im Studio ausgesucht. Auch hier hat der Patrick lediglich mit seiner 35 mm Optik ohne zusätzliches Licht gearbeitet. Und ich habe sogar noch, ihr seht es hier gleich, musste ich die Dachluken zumachen. Das war ihm einfach zu hell. Er wollte also tatsächlich nur Gegenlicht haben vom Fenster. Und ich habe dann noch einen zusätzlichen Blitz zur Hilfe genommen. Das heißt, meine Bilder sind alle geblitzt. Ich habe hier das große Megalight von Lastolight verwendet, damit ich hier eben besonders weiches Licht bekomme, um einfach noch zusätzliche Akzente setzen zu können.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen der Fotografie kennenzulernen. Und wer Bock hat auf mehr, wir machen einen Workshop. Ja, der ist im September. Genau das Datum wird dann eingeblendet in dem Video. Das genau, wissen weil wir, ja nicht. Wir haben es gerade mal wieder vergessen. Wir blenden das Datum in dem Video ein. Was erwartet euch? Wir werden euch ja unsere Art zu fotografieren noch etwas näher bringen. Patrick, ohne Licht, nur so wie heute, mit Kamera? Doch, bisschen Licht schon, aber kein künstliches, alles was vorhanden ist, ja. Genau, ihr lernt mit Available Light umgehen und bei mir, wie ihr das vorhandene Licht mit künstlichem mischen könnt oder auch nur mit Blitzlicht arbeiten könnt. Ihr werdet also vier ganz unterschiedliche Sets fotografieren, wir haben zwei tolle Modelle am Start und ja, wenn ihr Bock habt, unter dem Video findet ihr den Link zu meinem Ticketshop, meldet euch an. Ja. Und wird eine coole Nummer hier in Aschaffenburg. Wir werden, wenn es geht, auch rausgehen. Aber das wird sich weisen. Gucken wir mal, Je nachdem, wie das Wetter ist. Mal, also cool. Aber ihr habt ja gesehen, auch heute, auch bei schlechtem Wetter, lassen sich draußen coole Bilder machen. Also wer Bock hat auf uns zwei, schaut euch den Link unten an und würde mich freuen, euch zu sehen. Tito.